Hallo, liebe Freunde der Nachtgedanken. Entschuldigung, dass ich gestern nicht für euch da war, aber dafür habe ich heute etwas besonders Schönes für euch rausgesucht, und zwar von Heinrich Heine. Das Lied der Donna Clara. Kannte ich noch nicht so gut. Ist ein wahnsinnig schönes Stück. Hört's euch an und nicht gleich schreien. Es endet super. Also, bitte, ja? Donna Clara. In dem abendlichen Garten wandelt des Alkaden Tochter. Pauken- und Trompetenjubel klingt herunter von dem Schlosse. Lästig werden mir die Tänze und die süßen Schmeichelworte und die Ritter, die so zierlich mich vergleichen mit der Sonne. Überlästig wird mir alles, seit ich sah beim Strahl des Mondes jenen Ritter, dessen Laute nächtens mich ans Fenster lockte. Er stand so schlank und mutig, und die Augen leuchtend schossen aus dem edelblassen Antlitz, glich er wahrlich Sankt Georgen. Also, dachte Donna Clara, und sie schaute auf den Boden. Wie sie aufblickt, da steht der schöne, unbekannte Ritter vor ihr. Hände drückend, Liebe flüsternd, wandeln sie umher im Mondenschein, und der Zephyr schmeichelt freundlich, märchenartig grüßen Rosen. Märchenartig grüßen Rosen, und sie glühen wie Liebesboten. Aber sage mir, Geliebte, warum du so plötzlich rot wirst? Mücken stachen mich, Geliebter, und die Mücken sind im Sommer mir so tief verhasst, als wären's langnasge Judenrotten. Lass die Mücken und die Juden, spricht der Ritter freundlich kosend, von den Mandelbäumen fallen tausend weiße Blütenflocken. Tausend weiße Blütenflocken haben ihren Duft ergossen, aber sage mir, Geliebte, ist dein Herz mir ganz gewogen? Ja, ich liebe dich, Geliebter, bei dem Heiland sei's geschworen, den die gottverfluchten Juden boshaft tückisch einst ermordet. Lass den Heiland und die Juden, spricht der Ritter freundlich kosend, in der Ferne schwanken traumhaft weiße Lilien, lichtumflossen. Weiße Lilien, lichtumflossen, blicken nach den Sternen droben, aber sage mir, Geliebte, hast du auch nicht falsch geschworen? Falsch ist nicht in mir, Geliebter, wie in meiner Brust kein Tropfen Blut ist von dem Blut der Mohren und des schmutzigen Judenvolkes. Lass die Mohren und die Juden, spricht der Ritter freundlich kosend, und nach einer Myrtenlaube führt er die Alkadentochter. Mit den weichen Liebesnetzen hat er heimlich sie umflochten, kurze Worte, lange Küsse und die Herzen überflossen. Wie ein schmelzend süßes Brautlied singt die Nachtigall die Holde, wie zum Fackeltanze hüpfen Feuerwürmchen auf dem Boden. In der Laube wird es stiller, und man hört nur wie verstohlen das Geflüster kluger Myrten und der Blumen Atem holen. Aber Pauken und Trompeten schallen plötzlich aus dem Schlosse, und erwachend hat sich Clara aus des Ritters Arm gezogen. Horch, da ruft es mich, Geliebter, doch bevor wir scheiden, sollst du nennen deinen Namen, den du mir so lang verborgen. Und der Ritter heiter lächelnd küsst die Finger seiner Donna, küsst die Lippen und die Stirne, und er spricht zuletzt die Worte: Ich, Signora, euer Geliebter, bin der Sohn des vielbelobten, großen Schriftgelehrten Rabbi Israel von Saragossa. Ja. Das war ein Gedicht, das sich nicht reimte. Da muss man sich selber einen Reim drauf machen. Ist doch klasse, ne? Manchmal redet man einfach zu viel, redet sich um Kopf und Kragen. Aber der Ritter hat genau alles richtig gemacht. Er hat sie einfach reden lassen, hat sie in die dunkle Laube gezerrt. Ja, und Sachen mit ihr gemacht, die bestimmt für ihn recht nett waren. Da muss man auch mal über seinen Schatten springen, gell? Ihr müsst nicht über euren Schatten springen, ihr müsst nur morgen wieder an gleicher Stelle einschalten, denn das würde mich persönlich sehr freuen, genau wie der Facebook-typische Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch eine gute Nacht.